Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Willkommen im Pokécenter. Deine Pokémon sind nun wieder vollständig. Willkommen im Pokécenter. Fuck! Und ich dann so, ich hasse Schrauben. Die halten sich für was Besseres. Oh, schau mal, ich bin eine Schraube. Ich habe ein Gewinde und man dreht mich. Pah, eingebildetes Pack. Wurde Jesus ans Kreuz geschraubt? Nein. Trifft jetzt die Schraube auf den Kopf? Nein. Macht man Schrauben mit Köpfen? Nein. Das sind alles Nägel. Vote Nagel for President. Schrauben sind die Terroristen des Baumarktuniversums. Wirklich viel Strom produziert das Ding auf eurem Dach aber nicht, oder? Nee, ist aber auch eine Solarzelle. Neues Trinkspiel. Trink immer einen Shot mehr als dein Spiegelbild. Englisch für Anfänger. Sleep on Train. Schlafanzug. Take yourself in aid. Nimm dich selbst in Acht. Page Jump. Seitensprung. Welches Tier duscht in der Wüste? Eine Hyäne. Wenn mir langweilig ist, verfolge ich eine zufällige Familie in einem Freizeitpark und stelle mich bei allen Fotos in den Hintergrund. Bei einem Neugeborenen wird kurz nach der Geburt die Nabelschnur abgetrennt. Oder wie man es heutzutage sagen würde, Umstellung auf WLAN. Bitte 5 Brötchen. Soll ich sie einpacken? Nein, ich nehme sie so und jongliere damit bis zur Haustür. Guten Morgen! Es ist Leck mich am Arsch Uhr und ich bin boah halt die Fresse fit an diesen Lass mich bloß in Ruhe Montagmorgen. Bitte eine Schweigeminute für alle Kinder, die sterben mussten, um die Mindestgrößen für Achterbahn festlegen zu können. Vorzeitiger Ejakulierer sucht junge Frau mit heißen langen Beinen, großen Brüsten und einem geilen oh Gott, ja! Oh, vergiss das. Welche Maus steht auf 2 Beinen? Keine Ahnung. Mickey Maus. Welche Ente steht auf 2 Beinen? Ha, Donald Duck. Nein, alle du Depp. To Do, ein Alzheimer-Magazin herausbringen und jede Woche das gleiche Heft veröffentlichen. Ich bin ein magischer Kaffeeautomat. Drück mich und du bekommst eine Latte. Ihr wollt wissen, wie man ein Mädchen ins Bett bekommt? Legt Schokolade rein. How to Mädchen klar machen in nur einem Schritt. Erstens, sei nicht ich. Deine Mutter verliebt sich alle 11 Minuten auf Parship. Krass, was Duschen so bewirkt. Eben noch müde, kaputt und schlecht gelaunt und jetzt müde, kaputt und schlecht gelaunt mit Vanillegeruch. Lifehack, wenn dein Handy einmal nass wird, lege es an einen Beutel mit getrocknetem Reis. Der Reis wird Asiaten anlocken, die dann das Handy reparieren. Die Waschmaschine des Nachbarn hat folgende Programme. Eurofighter, Wacken, Atombombe. Das sind keine Stirnfalten, das ist ein Sixpack vom Denken. Es gibt immer noch Züge ohne Steckdose. Wenn der Akku dann leer ist, kann man nur noch aus dem Fenster gucken. Wie so ein wildes Tier. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt jetzt noch zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Lustige Witze gibt es jetzt auch auf Instagram. Bis nächste Woche.